Hallo, diese Anwendung wurde im Rahmen einer Masterarbeit umgesetzt, in der verschiedene Möglichkeiten für einen virtuellen Arbeitsplatz gezeigt werden. Das erste Szenario oder das erste Task ist die Objektansicht, in der kann man, wie hier, über eine Platte ein Objekt gewünscht drehen, positionieren und kann es sich danach anschauen. Eventuell, ob Texturfehler darin sind oder ob das Modell allgemein den Vorstellungen entspricht. Des Weiteren hat man eine Lampe rechts, mit der man nochmal einen genaueren Blick auf einzelne Stellen werfen kann. Möchte ich das Objekt nicht über die Platte drehen, kann ich über den Button links Grab das Objekt frei wählen und kann es möglichst gut für mich positionieren, frei positionieren mit Hilfe des Controllers, um eventuelle Fehler zu entdecken. Die Auswahl der Objekte kann ich durch dieses Clipboard managen. Ich selektiere jetzt hier zum Beispiel das Sportscar und es wird mir angezeigt und ich kann es wieder gewünscht positionieren drehen. Möchte ich wieder zurück zur Plate, also zum Drehen über diese Platte, dann kann ich den Turn-Button klicken und ich bekomme das Auto. Oh, jetzt ist Turn 3D on. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen Turn 3D off. So, jetzt rotiert es nur um eine Achse. So, das nächste Szenario ist das Szenario, um Scatterplots zu analysieren. Hier kann man auch über das Clipboard eine gewünschte CSV-Datei auswählen und sich diese CSV-Datei dann anschauen. Das dritte Szenario ist die Mini-Worlds, in der kann ich ein Labyrinth erstellen, welches mit einem Männchen quasi durchlaufen werden kann. Hier zum Beispiel kann ich das Männchen positionieren. Die Kamera sieht man auch oben schön im Bild, dass das Männchen eine Kamera besitzt. Das kann ich reinstellen, kann mir dieses Gebilde von innen betrachten, die Höhen, ich kann die Maße besser abschätzen, wie das aussehen würde und kann auch mit den Grip-Buttons des Vive-Controllers in das Labyrinth springen. Kann mich hier frei bewegen und kann natürlich dann auch dementsprechend wieder aus der Anwendung heraus und das Männchen befindet sich auf einer anderen Position, an dieser Position, an der ich dieses Labyrinth verlassen habe.